So. Funktioniert alles. Keine Frame-Einbrüche. Der Stream läuft herausragend. Jetzt darf nur nicht das Mikro hängen bleiben und dann sollte das klappen. So. Moin, moin. Wie vor einer Weile angekündigt, der zusätzliche Part-Stream, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Wieder zurück in Sektor 4 ist das genau. Für Leute, die nicht dabei waren oder es halt vergessen haben, wir sind über eine Speedbooster- bzw. Shine-Spark-Route in den Sektor gekommen und haben quasi keine Möglichkeit, denselben Weg wieder zurückzunehmen, weswegen wir hier die Level 4-Türen aktivieren sollen, um über den rechten Weg hier zum Datenraum zu kommen, um dann zurück zum Navigationsterminal zurückkehren zu können. Nun hat man scheinbar die Karte so gebaut, dass man einen Shinespark von A nach B tragen kann, um diese Route alternativ nach oben zum Speicherraum hier in der Mitte zurückzulaufen und dann halt quasi über diese geöffnete rote Tür alternativ zum Navigationsraum zu rotieren. Soweit wie es mir gesagt wurde, beziehungsweise soweit wie ich es mir erschlossen habe. Also ich habe es mir jetzt erschlossen und habe mir gesagt, yo, da musst du halt irgendwie wieder hin. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Habe keinen Dunst. Ich habe eine Idee, wo man das starten muss, weil ich halt ein bisschen rumgeguckt hatte. Und habe einfach mal Bock drauf, das zu schaffen. Ich habe auch den älteren Save geladen. Das hat primär den Grund, weil wenn ich jetzt halt quasi mit dem durchgespielten Spiel das machen würde, dann hätten wir halt die Screw Attack. Ich glaube, das ist das einzige. Ja, okay, dann hätten wir halt noch den Wave Beam und halt die Screw Attack. Das wären die beiden Sachen, die wir jetzt noch hätten. Die könnten Sachen halt potenziell einfacher machen. Und ich möchte es halt hier quasi in dieser OG-Erfahrung versuchen zu meistern. Von daher schauen wir mal. Wie gesagt, wir werden halt jetzt nicht irgendwie ab danach weiterspielen. Soweit ich weiß, bringt das halt nur diese geheime Nachricht, die wir schon gesehen haben aufgrund dieses Pixel-Perfect-Shots, den ich dann gelandet habe, der immer noch nicht gewollt ist von den Entwicklern, was ich nach wie vor absolut nicht nachvollziehen kann. So, was ist für mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnt, haben die Tage ein bisschen was anderes gespielt. Oh, es ist nur Powerbombe, okay. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass man von hier starten muss, weil das, denke ich, die einzige Route ist, wo man anfangen kann, einen Speedboost zu bilden und dann halt entsprechend hier runterzukommen. Wie wir vor einer Weile gelernt haben, kann man den Speedboost halt wieder zurücksetzen, indem man halt gegen eine Steigung, Neigung halt den Shinespark benutzt. Und von daher ist das auch der Plan. Und ich bin mir sicher, dass wir dann hier unten lang müssen, weil da unten lang würde zu den Downs, das gibt auch keinen Sinn, weil das uns wieder in den Shutdown bringt und dann ist ab hier die Frage. Also es muss vermutlich hier hingehen. Dann ist die Frage, wie weit wir das hier tragen müssen. Ah, das ist eine Erhöhung, das heißt wir können auf der Höhe. Oder ist das jetzt so? Wenn man den Shinespark benutzt, dann geht man ja ein bisschen hoch. Das heißt, wenn ich mir das halt so anschaue, könnte sein, dass das so hoch ist, der Block. Eventuell von hier oder von hier. Ich weiß nicht, ob das hier hoch genug ist für die Stelle. Muss man probieren. Dann würden wir weiter landen. Wir haben hier die Kante zum Refreshen, wenn wir das brauchen. Oder die Kante ist wahrscheinlich besser. Wir haben direkt hier eine Kante. Gut, dass wir das gelernt haben, sonst wäre das ziemlich. Dann wäre es eigentlich unmöglich rauszufinden, wie man das machen muss, weil du kannst ja so einen Speedboost nicht halt so oft mitschleppen. Der Weg zur Seite bringt uns nicht, also müssen wir hier dann hoch. Hier ist eine Kante. Okay. Da ist die Frage. Weil wenn ich halt hier an die Kante gehe, muss ich ziemlich schnell reagieren. Ich frage mich, ob ich durch Runterhalten instant in die Hocke gehe oder ob ich doppelt drücken muss. Beziehungsweise halt irgendwie anhalten muss oder nicht. Hier ist eine Kante, aber das ist ziemlich knapp. Aber von hier könnte das ziemlich knapp werden, wenn ich versuche so zu springen. Also erstmal ist hier oben ein Gegner, was schon mal sehr nervig ist.
Die sterben durch eine Powerbombe, oder? Ja, die sterben durch eine Powerbombe. Das ist gut. Das hier ist alles steil. What? Moment. Also hier kann ich rauf, obwohl es an einer Kante aussieht. Wie albern ist das denn? Aber das hier ist wieder eine schräge. Da muss ich ja nach unten halten können, um instant vorbeizukommen. Wie soll das anders gehen? Aber es ist ein bisschen präziser halt dann so hier hin und dann so. Oh Gott, ey. Dann haben wir hier eine Kante. Haben wir drin eine Kante? Auch, aber ich wüsste nicht, was die bringt. Und dann müssen wir irgendwie nach oben. Hier kann ich was machen. Und hier haben wir noch eine Kante. Und das waren alle Kanten? Ja, und dann haben wir halt den Shinespark. Okay, dann war das doch nicht so eine lange Route wie anfangs befürchtet. Aber es sind ziemlich viele Kanten und Gegner im Weg. Wenn wir von einem Gegner getroffen werden, dann verlieren wir unseren halt geladenen Shinespark. Hier haben wir einen garantierten Fisch im Weg. Von hier dann halt irgendwo halt legen. Zweimal jumpen. Oh Gott, das wird aber knapp. Da muss ich ja hier machen, wenn ich von hier springe. Okay, der Gegner weg ist, das sind aber viel zu viele Jumps. Es muss von hier. Und dann halt ganz schnell hier hin. Oh, da stelle ich mir aber nervig vor. Und das macht dann das hier weg. Kann sein, dass der Fisch dann neu spawnt, aber das muss ich halt rausfinden. Oh weh. Oh weh. Das könnte bei dem Raum sehr tricky werden. Ach, jetzt wäre Screw Attack deutlich angenehmer. So. Das ist wahrscheinlich die bessere Idee, hier einen Safe hinzusetzen. Damit ich nicht potenziell auslaufe. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt hier. Nee, ich glaube, ich würde sogar ein Dingensensraum gar nicht erreichen, oder? Moment. Habe ich auf dem Weg irgendwas zum Einsammeln? Nee, hätte ich nicht. Das heißt, dass hier würde quasi auf limitierten Bomben laufen oder was. Außer halt, man würde den Speicherraum halt nutzen und dann halt jedes Mal resetten. Natürlich ginge das. Aber theoretisch könnte man sich das komplett zubauen. Außer halt RNG-technisch können Gegner irgendwie rote Explosiven droppen. Ich weiß nicht, ob das jeder Gegner kann oder nur spezifische. Das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Dann probieren wir es mal, I guess. Ah, okay, der Gegner ist noch gerade so kaputt. Okay. Okay, wir können sofort anhalten. Oh. Nein! Ich darf nicht A drücken, einfach nur. Ich darf ja nur mit Space Jump mich bewegen. Normale Sprünge gehen ja nicht, weil das dann durch Shinespark ersetzt wird. Oh, what? Das ist RNG, wo er startet? Ist ja furchtbar. Was? Wieso hat das nicht gezählt? Was sind Sie hier erzählend? Das halte ich für eine Lüge. Nein. Okay, jetzt. Oh Gott, wie schnell muss ich denn da sein? What? Mhm.
Okay, ich kann aus der Hocke heraus Scheinsbock starten. Nein. What? Oh, wie schnell muss ich das denn machen? Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Ich denke mal ja nicht. Oh, das war zu hoch. What? Oh, da war ich zu weit. Ups. Und deswegen habe ich mir das für nach dem Stream auf, also für nach das Projekt aufgehoben, weil kann ja eine Weile dauern. Nein! Ich vergesse es. Oh Gott, okay, ich muss mal anders hinsetzen hier. Ach, das könnte nicht noch eine Weile dauern. So. Na, mal gucken. Zu früh die A-Taste gedrückt. Ich habe zu früh nach unten gedrückt. Ist auch blöd mit diesen Gegnern hier, dass die nicht immer gleich ablaufen. Nein, jetzt habe ich nach unten drücken, Exo, bevor du andere Taste drückst. Das ist jetzt erstmal alles hier erstmal eine Eingewöhnung, dass man die Tasten richtig drückt. Wie soll ich denn da schneller hin? What? Wie soll ich das denn schneller machen? Ich habe nur diese eine Kante. Was? Oh, hier ist ja noch eine Kante. Fuck, ich hab's vergessen. Ich vergaß. Ich vergaß. Was? Oh, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Oh, jetzt lache ich noch drüber und allem schon, wenn ich einfach weine. Ups. Oh, das hat ja hervorragend funktioniert. Nein, nein, ich habe vergessen, die Tür aufzuschießen. Ich schaffe das. Es wird nur 30.000 Jahre dauern, aber es wird schon klappen irgendwie. Irgendwie. Das ist noch nicht mal der große Teil. Das ist wirklich das einzig Dumme, dass wenn du halt das ein bisschen zu schnell machst mit Control-Stick, A-Taste, je nachdem, wie rum du was drückst, dass halt dann ist das jeweils andere nicht annimmt. Dass du halt da wirklich ein bisschen langsamer machen musst. Das ist natürlich für manche eventuell angenehmer,
Aber wenn man nicht das Gefühl dafür hat, wie lange man das durchdrücken muss, ist das halt so ein bisschen störend, weil das, wie man ja merkt, kann es hier gerne mal ein bisschen knapper sein. Okay. Nein! Warte, ich stehe dann hier. Und dann hier nach oben. Powerbomb mit dort hat nichts gebracht, glaube ich. Okay. Oh Gott, ey. Ich kann aber halt instant nach unten. Diese Stelle ist so ranzig. Wow, ey. Das ist so nicht nett. Jemand kann man instant nach unten drücken, statt dass man doppelt machen muss oder so ein Scheiß. Bin ich schon mal ganz froh drum. Nein. Ich habe sogar in die andere Richtung gedrückt und dann A gemacht. Wieso kam da nicht ein fucking Space Jump bei rum? Ich werde die Steuerung wahrscheinlich nie verstehen. Und jetzt halt instant, ich schreit's nicht. Ich muss ja ein bisschen nach vorne, sonst geht es ja von der Höhe nicht auf. Was soll denn da bitte sonst meine Option sein, ey? Einfach nach vorne halten, I guess. Was? Oh, ich muss von hier unten starten. Ist das denn ernst? Oh, das ist pingelig. Das ist doch noch fucking Kante. Wieso kann ich da mit der Schulter gegen prallen, aber nicht fucking anfangen weiterzulaufen? Oh, das ist pingeliger Humbug. Ups. Das ist pingeliger Humbug. Ah, hey, random. Mehr Powerbomben. Okay. Jetzt könnte man es doch sich irgendwie noch ab erfarmen. Hier könnte ich immer so sein, dass ich einfach instant umnieten kann. Ist ja so viel angenehmer. Was? Oh, okay. Immerhin hat es mal geklappt. Was ist denn jetzt gerade los? The fuck? Jetzt lässt mich alles im Stich. Alter, jetzt komme ich nicht mal mehr zu der wirklichen Stelle, wo ich üben muss, ey. Ja, es ist halt, kommt dieses scheiß Projektil, trifft die Powerbombe oder nicht, ist halt auch so ein bisschen. Danke, das war super nötig mit den Gegnern. Komm, ich hab doch noch geleuchtet bei dem Input, Mann. Okay, Powerbombe reicht bis hier, also kann ich da noch was auf warten. Immerhin. Was? What? What? Fucking how? Was? Darf ich währenddessen nicht nach unten halten oder was? Das kann ich jetzt hier probieren. I guess. Nee, ich darf währenddessen nicht nach unten halten. Was? Oh, genau. Wieso nicht? Aus welchem Grund? Ich kann nicht tiefer als fucking. Ich kann in einem Winkel nicht tiefer gehen als Bodenhöhe. Ich kann nicht nach schräg unten oder unten. Ich bin limitiert auf
Osten und Westen. Auf fucking horizontal oder vertikal. Ich weiß nicht, welche der beiden Wörter jetzt gerade passend ist. Wieso sorgt nach unten halten dafür, dass ich nicht die Kante mitnehme? Was für eine Funktion soll das denn bitte erfüllen, außer ja, damit du halt nicht den nach unten Input buffern kannst? In welcher Welt soll das helfen? Das wirkt halt so wie, ja, das haben wir eingebaut, damit das ja alles ein bisschen schön beschissener ist. Und nichts anderes. What the fuck? Oh, wie dumm ist das denn, ey? Tut mir leid, wenn ich so einen fucking Scheiß vorbuffern würde. Tut mir sehr leid. Es war zu weit. Es war zu weit. Es wird nichts. Oh, wie dumm, ey. Ja, das ist jetzt halt präzise und so. Ja, weil das hier schon alles nicht präzise genug ist. Oh, ich muss in Laufrichtung gedrückt halten. Habe ich das gerade jetzt richtig geschnitten? Nicht nur nach unten halten, sondern ich muss in die Richtung gedrückt halten, sonst hört der Scheinsbug einfach auf. Ja. Ohne Sinn. Ohne Sinn. Okay. Oh. Jetzt wird wieder zu weit weg sein. Oh. Nein, jetzt! Ah, weil ich diesen Fisch befürchtet habe. Oh, wie dumm. Ich meine, ich lerne immerhin Dinge, so ist nicht, aber nervig ist es dennoch. Oh, weh, ey. Nein. Komm, der Charakter hat sich in die Richtung gedreht und ich halte den Knüppel in die Richtung gedrückt und drücke A. Wieso mache ich nicht einen fucking Space Jump? Knüppel und A. Sollte da wieso einen Space Jump machen und nicht Scheinsbug, oder geht das doch jetzt nicht aus? Nee, das geht sogar nicht. Ich muss zweimal drücken. Oh. Wieso ist das nicht einfach, wenn ich zuerst A drücke? Das reicht doch schon vollkommen. Wieso muss es jetzt dieses Doppel sein? Das ist unnötig. Oh Mann. Ach komm, Alter. Das ist dumm. Ist das dumm? Ich hab noch fucking... Ey, dass du mit nach vorne gehalten halten musst, ey, ist so dumm. Weil diese Stellen überhaupt nicht schon knüppelig nicht genug sind mit dem Platz, den du hast. Nee. Du musst nach vorne gedrückt halten und dann sehen, dass sobald du gelandet bist, dann erst nach unten drückst. Wenn ich auch mal das ausgedacht hatte, ey. Ah nein, es ist doppelt, das ist alles so knapp.
Nein, da ist noch einer. Was? Wieso ist der nicht an der Powerbombe gestorben? Willst du mich ver... Was? Oh, wie das ganz knapp mich reicht. Ist das dein Ernst? So oder was? Ja, so. Oh Mann. Aber ich glaube, das war zu kurz. Ist auch dumm. Entweder führe ich es nah genug und ich muss warten, bis ich da bin zum Bremsen, damit ich nicht potenziell in ihn rein stoppe. Oder er ist weiter weg und dann muss ich schon früh aufhören und schießen. Ah, random Gegner-Movement, weil das nicht schon reicht hier mit allem. Oh ja, das war jetzt viel zu spät. Oh Mann. Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Jetzt wahrscheinlich aber früher anhalten, einfach den Laser ballern und hoffen. Das ist wahrscheinlich dann die sicherste Strategie und einfach hoffen, dass auch klappt. Oh Gott, hab mich an der Kante hingeblieben, oder? Okay, dafür hab ich genug Zeit. Ranzige Sau. Du ranzige Sau von dem Fisch. Dich muss ich dann wegschießen. Okay. Weil ich nicht schon genug zu tun habe. Oh, schon wieder hängen geblieben. Nein! Nein, nein! Oh, kann ich immer ein neues Problem auftauchen? Kann ich einfach Progress machen, bitte? Jetzt hat wieder Special Time nicht hingehauen. Das ist die Return of the Old Enemy. God damn. Ach ja, stimmt ja, ich vergaß, weil ich diesen dummen Spread-Beam habe, statt einen einzelnen Plasma, macht das ja zu wenig Damage, wenn nicht alles trifft. Weil ich das jetzt noch gebraucht habe. Oi, oi, oi. Ich halt doch noch unten. Das ist zu wenig Fläche. Ist einfach zu wenig Fläche, das ist nicht nett. Ist ja echt schwer halt, man muss halt erst anfangen, da halt überhaupt Fuß zu fassen, ey. Wieso war das denn jetzt bitte nicht hoch genug? Erzähl mal, wieso war das denn jetzt nicht hoch genug, ey? Soll ich versuchen, da halt nochmal zu resetten? Weil ich dann halt wieder halt diesen dummen Sprung riskieren muss, weil ich einfach gleich am Stück machen. Geht das erstmal wieder los? Ja, der Fisch war jetzt in einer supergeilen Position. Willst du mich verarschen? Komm schon, Junge. Kannst du den Fisch dann nicht hinpacken?
Ich muss in diese Scheißecke hin. Also nicht ganz, aber. Goddammit. Wieso zufällige Gegnerbewegung? Hallo Crazy oder Selene. Welchen Namen du auch immer bevorzugst. Ich mache hier eine anspruchsvolle Stelle. Und wenn das nicht schon reicht, ist es Zufall, wo die Gegner hinschwimmen. Weil es nicht schon reicht, dass es schwer genug ist. Ich schreie nicht. Okay, ich habe eine etwas höhere Stimme, es tut mir leid. Aber wahrscheinlich sollte ich ein bisschen leiser reden. Wie ist denn bisher dein Abend so? Erzähl doch mal. Dann bleibe ich bei Selene. Ja, das mit dem Fisch ist da echt blöd, ey. Wie mache ich das am ehesten? Aus Beste wahrscheinlich hoffen. Und die Inputs nicht hinkriegen vor allem. Kennst du dich mit der Stelle hier aus? Oder die wahrscheinlich wäre die wichtige Frage erstmal, kennst du dich mit Metal Fusion aus? Zu langsam. Oh, das tut mir leid. Wie sage ich das? Es ist halt, ich habe mein Mikro ein bisschen höher im Verhältnis zur Musik. Einfach damit das nicht übertönt wird. Und das war halt, das hier sind jetzt soweit die Einstellungen, wo sich der Großteil der Zuschauer halt, ich will es nicht sagen, nicht beschwert hat, aber wo halt der Großteil meinte, jo, das passt so von der Abmessung. Ich entschuldige mich, dass es bei dir so laut war. Halt, jeder hat ein unterschiedliches Audio-Setup, da ist dann halt immer. Da entschuldige ich mich für. Aber es ist halt, jeder verwendet ein anderes Audio-Setup. Von daher ist halt immer die Frage, passt das so für alle oder nicht? Ich muss nicht hinkriegen, yay. Dann versuche ich, wenn du hier bist, ein bisschen leiser zu reden. Außerdem habe ich eine etwas höhere Stimme, es tut mir leid. Uff. Aber nein. Kennst du dich denn mit Metal Fusion aus? Weißt du, was ich hier tue? Oh, das war falsch. Nein. Aber du hast es schon mal gespielt. Weißt du denn, was ich hier gerade tue? Oder. Also ich habe das am Anfang des Streams erklärt, aber ich kann es dir gerne nochmal erklären, wenn du möchtest. Das stört mich nicht. Crazy Pet, sagt mir vom Namen her nichts. Warte mal, weiterkommen, danke. Nein, steh doch auf, Samus! Aus der Hüfte nach oben, das rechte Bein vors linke und dann nochmal umgekehrt. Das, was ich hier gerade mache, ist zum Voranschreiten nicht nötig. Ich habe ja beim quasi vorgestrigen Stream halt das Spiel beendet. Das, was ich mache, ist halt nur so ein extra, einfach nur aus Ego und Stolz Zwecken. Wieso? Ich halte doch in die Richtung gedrückt. Ich verstehe die Steuerung nicht, Mama. Falls du nicht weißt, was es hier geht, jetzt habe ich leider meine Maus nicht, also muss ich quasi mit der Kamera hier als Ziel verarbeiten. 20 Jahre. Warte, kam das Spiel vor 20 Jahren? Ja doch, 2000. Ja, okay, nicht ganz 20 Jahre. Müsste 2004, glaube ich, gewesen sein oder so. Aber ja, schon fast 20 Jahre. Aber ich glaube nicht, dass es 2001 rauskam, oder? Nee, ich glaube, es war nicht eins der früheren Game Boy Advance Spiele.
Aber das ist auf jeden Fall schon lange her. Aber mein letztes Mal, bevor ich es im Stream wieder gespielt hatte, war auch, oh, bestimmt 14 Jahre oder so her. Von daher stand ja auch in der Überschrift Semi-Blind. Nee, ich konnte mich halt nur erinnern, dass Leute meinten, hey, es gibt in Sektor 4 hier so einen geheimen Weg, den man nutzen kann. Weil der Raum hier, wo ich jetzt ja gerade starte, wo ich weiß blinke, von da kommst du ja hier rein und dazu musst du halt diesen, halt den Speedboost benutzen. Das ist doch das, womit ich halt Regenbogen halt Farben leuchte. Weil dann kann ich halt durch diese Blöcke halt durchspringen. Und den kannst du halt von der anderen Seite aus nicht einfach wieder aktivieren, also steckst du dann hier unten in diesem Sektor halt fest, in dem Teil. Und dann rotierst du halt den ganzen Weg hier runter, um die Level 4 Schleusen zu aktivieren, die roten, wo halt jetzt halt oben dran steht. Und der reguläre Weg des Spiels ist dann, dass du halt hier unten. Meinte. Wir waren bei dir, Mase. Ah, stimmt. Oh, das ist aber schon eine Weile her. Das ist jetzt schon eine Weile her. War das nicht sogar bei Puma und Black? Ja, das dürfte schon. Ja, ich glaube, es war bei Puma und Black. Also schon eine Weile her. Okay. Und sobald die roten Türen aktiviert hast, sollst du halt hier unten diesen Weg lang gehen, um da halt nach oben zu dem D hinzukommen. damit du dann halt nach oben zu den N hin kannst. Und es gibt halt einen Alternativweg, den man nutzen kann, wo man halt die Türen aktiviert, aber halt nicht zu dem D-Raum hingeht, sondern halt dann quasi halt wieder zurückrotiert und dadurch dann zu dem N hingeht. Und dann spielt halt eine geheime Nachricht ab. Einfach nur so ein kleines Easter Egg für Leute, die das halt rausfinden und halt tun. Und ich habe halt die geheime Nachricht schon entdeckt, weil ich dachte, dass man das auch noch über eine andere Art und Weise freischalten kann. Und das habe ich auch hinbekommen. Ich habe dann aber im Nachhinein gelernt, dass die Methode, die ich angewandt habe, eine Rakete ganz spezifisch schießen, das ist nicht gewollt. Das war ein Pixel-Perfect Shot, den ich dort gelandet habe. Aber man hat mir dann erklärt, dass es eigentlich halt keine gewollte andere Methode, um halt sich diese geheime Nachricht anzugucken. Was mich stark verwundert hatte, weil der Raum halt so. Der Raum hat für mich halt geschrien: Hey, du kannst hier Sequence breaken, jetzt mal in Anführungsstrichen. Mach das mal! Was habe ich gemacht? Dann war ich enttäuscht. Fusion ist doch von 2002. Jesus Christ! Dann ist es ja wirklich schon fast 20 Jahre her. Oh Gott! Ich dachte, es wäre eines der älteren Spiele, späteren Spiele gewesen von Advance. Oh, das heißt, Prime kann auch 2002 raus. Oh, ich bin so alt. Ich habe mich einfach hier ein bisschen umgeguckt und gesehen, hey, du kannst von diesem Raum aus halt den Shine Spark starten. Und den muss ich jetzt halt von diesem grünen über den pinken Tunnel da nach oben zu den S quasi tragen. Also ich bin mir zumindest sicher, dass das halt der Weg sein soll. Ich habe das halt vorher noch nie gemacht und mir auch nicht halt vorher irgendwie angeschaut. Aber ich denke, das ist der einzige Weg, der Sinn ergibt. Und jetzt versuche ich das halt. Und das ist gar nicht mal so leicht. Auch zu teilen deswegen, weil die Steuerung einfach wirklich fummelig ist, stellenweise. Halt, wie du Sachen aktivieren kannst. Deswegen habe ich mir das halt auch für das Ende des Projekts halt aufgehoben. Weil hätte ich das jetzt halt im Projekt versucht, dann hätten wir wahrscheinlich eine ganze Weile gehangen. Das ist einfach nur so als Extra für mein Ego. Nein! Ich war zu weit weg für die Tür. Trauer. Ja, und das mache ich jetzt einfach nur, nicht mal um die Nachricht zu sehen, die kenne ich ja jetzt inzwischen schon. Aber einfach nur für mein Ego, dass ich das quasi auch halt legitim mal geschafft habe. Außer ich mache so einen Scheiß. Auch weil ich halt da Lust drauf habe, weil das Spiel war ja regulär. Auf dem regulären Weg ist das Spiel ja halt mit seinem Platforming nicht so anspruchsvoll. Außer man macht halt dann diese optionalen Erkundungen kurz vor Ende des Spiels, die ich halt gemacht habe. Aber halt auf dem regulären Weg ist das Spiel halt, was das angeht, halt nicht wirklich schwer und deswegen habe ich auch Lust zu, das zu machen. Oh, du Bitch. Oh, da kann ich jetzt mal testen. Was ist, wenn ich. Ich mache ihn damit kaputt. Das soll ich wahrscheinlich tun. Ah, das heißt, du bist 89 geboren. Ja, die aktuellste Version, also halt der Nachfolge nach über 15 Jahren halt, Metroid Dread erscheint dann. Auch wenn er leider auf der Returns Engine basiert, wovon ich jetzt nicht der größte Fan war, aber ich bin trotzdem gespannt darauf, wie sie dann halt die Metroid halt Fusion Nachfolge halt umsetzen.
wieder zu freundlich gedrückt. Ich dachte schon, ich bin alt. Dann kommt hier eine in Würde ergraute Dame. Weil so alt bist du eigentlich, dann bist du was, fünf Jahre älter. Also 32, 33 ungefähr. Das geht ja noch. Und du machst ja einen recht positiven Eindruck, also ist das Alter ja scheinbar nichts Negatives in deinem Fall. Du schaffst es! Nein, nicht schon wieder! Ist das nicht toll, wie das hier so aussieht, dass hier halt die Struktur des Bioms so entlang wächst und dann hast du einfach hier so eine dämliche Kante, an der du nicht hochkommst, weil man sich dachte, hey, wenn er ein bisschen zu kurz springt, dann kommt er nicht weiter, der Sack. Haha, haha. Entwickler sind schon manchmal sehr krude, was den Humor betrifft. Ach ja. Oh, es war knapp. Nein. Nein, der falsche Spur. Naja, ich meine, nur weil ich jünger als du bin, heißt es ja nicht, dass ich nicht auch alt bin. Ich sehe mich halt noch in einer entsprechenden Generation, die das alles noch ein bisschen anders, noch in einer entsprechenden Generation, die man auch schon als alt abstimmen kann. Als beispielsweise Konsolen halt erst angefangen haben, wirklich, halt, sich zu entwickeln. Halt, wenn man noch so mit Atari, Commodore, NES aufgewachsen ist. Würde ich so schon sagen, dass man inzwischen alt ist, nach heutigen Standards. Oh, du schaffst das, Exo. Auch wenn ich nicht so alt klinge. Oh, ich hätte vorher chargen. Oh, das wäre so smart gewesen, aber ich bin doof. Nein! Spring! Es ist so dumm. Wieso reicht es nicht, wenn ich schon stehe? Wieso muss ich dann irgendwie noch halbe Sekunde die Knüppel durchdrücken, damit du ein Salti machst, statt immer normal zu springen. Ah, das hätte man wirklich nicht so steif machen müssen. Das würde das alles deutlich vereinfachen. Das klingt komisch, aber manchmal ist es schwerer, wenn man langsamer spielen soll, statt dass man sein eigenes Tempo wählen kann. Du meinst jetzt von den Metroids her, stimmt. Zero Mission müsste vorher rausgekommen sein. Und Fusion kam halt zeitgleich mit Prime raus. Oder halt nahe beieinander zumindest. Die wurden ja auch zusammen promoted. Nein, 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 nein. Huh. Nein, das ist alles so knapp. Die Sache ist, wenn ich den Laser noch nebenher lade, wird das alles sehr knapp vom Timing her, weil ich dann noch mit dem Sprung in den Gegner rein muss, damit der hier wirklich tot ist. Ich kann unten keine... Oh, ey, kann ich unten eventuell... Wahrscheinlich je nachdem, wie der Gegner sich bewegt. Aber dann muss ich hier wieder den Sprung halt refreshen. Aber was ist, wenn ich denn theoretisch hier eine Bombe lege? Ja gut, jetzt hätte ich gerne gesehen, ob es noch rumgekommen ist. Ja. Das macht aber hier nochmal den Fisch. Ah, da muss ich halt notfalls hier nochmal eine Bombe legen und dann wieder hier refreshen. Oh, das hier ist auch eine Kante. Reicht das von hier? Nee, das ist viel zu enge, weil ich auch noch dann hier landen muss. Oh Gott! Aber ich glaube, die Bombe ist die bessere Variante als der Beam. Da kann man die Frage in den Raum stellen, zu welchem Camp du dich eher sahst, Fusion oder Zero Mission? Was? Wieso bin ich denn jetzt gerade gesprungen? Mama! Ah, wenn ich hier nach oben irgendwann mal durchkomme, muss ich auf die Kante hier und zumindest
resetten. Und dann? Muss ich hier... Oh, je nachdem wie die Fische halt spawnen, ist aber halt super dumm. Dann muss ich ja hier trotzdem eine Bombe legen und potenziell zweimal den Jump machen. Uff, reicht die Bombe von der Distanz? Knapp, wenn er zu weit oben in der Ecke ist, dann komme ich wieder nicht vorbei. Und dann spawnt der nächste, geht danach, wird's mich veralbern. Ach, ist das doch alles Bullshit. Was ist denn oben für ein reguläres Gegneraufgebot, wenn ich hier theoretisch durchgehen würde, wenn ich da das alternativ tun würde? Hier springen und dann Speedboost aktivieren. Ein Fisch und eine Krabbe. Und wieder ein Fisch. Uff. Na, mal schauen. Zu früh. Ja, dann halt so ungefähr wie ich. Gut, ich hatte halt zusätzlich noch SNES, also halt noch ein bisschen Atari und Commodore. Aber ja, sonst halt auch SNES N64. Als der GameCube rauskam, hatte so, was? Spiele können so gut aussehen? Das ist der Zenit. Warum bist du da, du Scheißfisch, du? Ich muss da eine Bombe legen. Ah, dieser dumme Fisch. Dieser dumme Fisch. Ach, Mann. Ja, ich bin bis heute Emulator-Spieler. Auch ganz, ganz mit jungen Jahren angefangen, aber halt, wo viele andere halt Emulation irgendwann sein gelassen haben, weil sie halt die natürliche halt Erfahrung haben wollen auf der Couch. Habe ich das halt nie sein lassen, weil Geld und halt entsprechend an Spiele rankommen, die ganzen Equipment. Ich bin kein Bonze. Also stört es mich nicht, irgendwelche Spiele von vor 25 Jahren oder halt Japan-exklusives Zeug halt simulieren. Da habe ich dann keine Gewissensbisse. Uff. Oh Gott. Ah, der Crazy Pet, sich gerade aus dem Augenblick, ist auch hier. Hi! Nein! Ah, das war so gut! Nein! Die Sache ist, wenn ich so einen Jump versuche, dann wird das sehr schwer. Ich sollte wahrscheinlich so... Oh Gott, das ist alles so knapp. Und dann irgendwo nach hinten kommen und je nachdem, was für ein Gegner da ist, wird das alles noch mehr furchtbar. Na, du musst es mal so sehen, wenn ich den... Mein Gott, hier, Herr Fisch, können Sie mich mal wieder erklären lassen? Dankeschön. Wenn ich halt so Regenbogenfarben leuchte, habe ich halt den Shinespark geladen. Den verliere ich aber, wenn ich ihn halt benutze und ich halt wieder auffrischen kann. Wofür ich halt diese ganzen Kanten benutze. Wenn ich halt irgendwie gegen eine Wand feuere. Wenn ich zu lange brauche. Oder aber, wenn ich von Gegnern getroffen werde. Und die Gegner, ich weiß nicht, ob sie zumindest an der gleichen Stelle spawnen, weil ich das nicht direkt einsehen kann. Ich nehme sie einfach mal an. Aber die bewegen sich halt zufällig. Dieser komische Fisch, der kann hier oben in der Ecke sein. Oder halt hier unten. Deswegen muss ich mir die Zeit nehmen und halt diese Bomben legen, damit die Gegner halt aus dem Weg sind. Und wenn ich halt dann die X-Parasiten nicht eingesammelt bekomme, dann formen sie sich halt wieder zu irgendwelchen neuen Gegnern. Schlimmstenfalls. Das macht's halt alles noch ein bisschen mit schwerer. Was? So halb gerade die Seele. Okay. Das klingt nach einem Zeitpunkt für gute Besserungswünsche. Also gute Besserung. Es sei denn, du hast heute einfach nur sehr viel gegessen. Moin. Schön, dass du dich ebenfalls einfinden konntest. Ich versuche hier diese dämliche Stelle zu schaffen. Wer braucht eine Seele, wenn man gutes Aussehen hat, nicht wahr?
Und diesmal so weit oben. Was? Wie schnell muss ich sein? What? How? Wie soll ich das von hier aus schaffen? Von hier muss ich das ja machen. Ja, wenn ich halt so mache, dann sowieso verloren. Und dann halt direkt jumpen und landen. Alter Schwede! Da werde ich hier... Ach, da ist diese Kante nicht mehr so kann. Wieso ist dieser dämliche Korb hier? Oder wahrscheinlich ist er eine Koralle. Korallenriff oder so. Dann muss ich von hier aus quasi hier, hier und da. Wahrscheinlich sogar noch vorne Bombe legen müssen mit den ganzen Gegnern. Alter Schwede! Das ist ein bisschen sehr heftig. Und was treibst du an diesem Illustrator-Abend, außer gerade wieder deine Seele finden? Oh, es war zu langsam. Nein! Wieso das? Oh nein, da ist der kleine Zeh hängen geblieben. Ich sehe, warum das A geheim und B optional ist. Oh Mann. Ich dachte schon, der Pixel-Perfect-Schuss war schwer. Das war ja dagegen gar nichts. Wenn diese Gegner nicht wären, ey. Na klar, wenn schon eine Bombe draußen ist, kann ich keine zweite legen. Wenn Scheinswag zu kurz ist, schaffst du es auch nicht. Uff. Das ist eine Steigerung von Räumen. Das hier ist noch alles so ganz entspannt. Ein bisschen Scheinswag, ein bisschen Bombenlegung, das war's. Und dann hast du einfach alles. Wohnung besichtigen. Also plan die Herrschaften umzuziehen. Oder einzuziehen, je nachdem, was gerade die derzeitige Lage ist. Ich kann nicht noch langsamer tippen, dann fehlt mir die Zeit. Kagome würde jetzt anfangen, über die Zeit zu singen. Wie soll ich das denn schaffen? Ich muss ja genau hier landen. Wenn ich hier so lande, dann reicht es ja nicht. Oh, das ist überhaupt nicht knapp. Und da oben sind halt wieder Gegner gelandet, dass ich dann noch mehr Bomben legen müssen. Ui. Ich habe wirklich keine weitere Kante, die ich auf dem Weg nutzen kann. Theoretisch? Nee, das reicht halt nicht, weil das zu hoch ist. Wenn ich das schaffe und dann von hier Scheinsparke. Ich weiß nicht, ob das hoch genug ist, dass ich mir da die Arbeit sparen kann. Umziehen wohl. Okay. Hat das logistische Gründe? Bin verwundert, dass in letzter Zeit, wenn ich so überlege, das letzte Jahr sind so viele bekannte Freunde umgezogen. Also jetzt nicht nur hier in Deutschland, sondern halt auch anderweitig. Da fragt man sich halt so, hat das irgendeinen spezifischen Grund? Sind die Mieten gestiegen?
Nein, ich habe doch zuerst A gedrückt, warum reicht das nicht? Oh, das wäre so viel angenehmer, wenn das so programmiert worden wäre. Erst A-Knüppel führt immer zu Shinespark und andersrum immer zu Space Jump. Ich hab's geschafft. Oh, ein junger Gott. So, Moment, jetzt erstmal lesen hier. Hat irgendwas mit Sozialempfänglich? Sozialempfänger, feindliche Gründe. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich diese Wortkonstellation höre. Meine erste Vermutung wäre jetzt irgendwas mit Vermieter. Aber ich könnte auch absolut. Beweg dich, nein! Langsam. Oh, ist das schnell. Und da oben ist wieder dieser verdammte Fisch. Da muss ich auch hier eine Bombe legen. Dickes Uff. Zu langsam. Ich bin alt. Meine Reflexe sind dahin. Zeit fürs Altersheim. Na natürlich wird der Schuss nicht getroffen. Ach ja, RNG. Weil das nicht schon nebenher reicht mit all dem Bullshit. Wieso war der Fisch so hoch, dass die Powerbombe ihn nicht getroffen hat? Oh. Teils mich daneben gelegen mit der Vermutung. Teils mich daneben gelegen mit der Vermutung. Ich bin verwirrt. Ah, jetzt verstehe ich. Ach so. Dann hoffe ich, dass der Umzug gelingt. In ein Gebiet mit Personal, welches weniger feindlich gesinnt ist, gesonnen ist, egal zu welchem Aspekt. Vermieter- und Nachbarschaftsprobleme sind Dinge, die man generell nicht braucht, unabhängig, was der Knackpunkt ist. Nein, Samus! Beweg den Hintern! Oh. Und jedes Mal diesen Hinweg. Wenn ich ein Safe State mache, dann fühlt sich das nicht richtig an. Wieso komme ich denn da jetzt nicht hoch? Ich springe doch schon von der höchsten Stelle. Ich kann halt auch im Zenit nicht einfach einen Instant Jump machen, weil dann wird er ja nicht angenommen. Du kannst Base Jump halt erst erneut ansetzen, sobald du im Fall bist. Ich habe aber das Gefühl, du kannst es nicht machen, sobald du direkt im Fall bist, sondern dass du erstmal noch ein bisschen warten musst. Kriegst du dann so ein Gefühl? Das kann nicht sein, dass halt mein Input gar nicht durchkommt. Ist ja albern, ich drück ja durch. Oh, Schimmel in der Wohnung. Sowas hatten wir zum Glück schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber keine schöne Sache. Kannst du mit deinem
Ohrenschmalz, Böbel aufhören, du. Was auch immer du für ein Vieh bist, ich kann es nicht mal zuordnen. Nein! Wieso ist Kantengreifen nicht ein separater Knopf? Dann macht es halt automatisch einen Kantengriff. Ist das dumm? Dann muss ich abdrehen, dann klappt das nicht. Wie soll ich das schaffen? Das dauert fucking ewig, bis ich hier ankomme. Irgendwas mache ich doch falsch. Keine Heizung. Okay, momentan ist immer wärmer, aber uff. Das klingt nach einer furchtbaren Wohnsituation, wenn ich das mal so in aller Bescheidenheit sagen darf. Nee, das soll man so machen. Das soll man wirklich so machen. Ich hab's jetzt nachgeschaut. Das soll man wirklich so machen. Ja, ist aber schön, dass bei ihm die Fische die ganze Zeit am Rand sind. Elektroheizung. Moment, also wie, ihr habt keine Heizung und nutzt eine Elektroheizung und da ich das Elektroheizung benutzt, müsst ihr extra zahlen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ist ja klar, weil es halt extra Strom kostet. Wenn man sich so abwegig anstellt wie ich, dann geht das auch nicht. Kann ich mir im Winter vor allem vorstellen. Als jemand, der mit Kälte überhaupt nichts anfangen kann. Ich halte doch diesen dümmlichen Knüppel zur Seite. Wieso kann ich nicht den Space Jump fortsetzen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was die Steuerung von mir möchte. Da zur Seite. Und jetzt drücke ich A zuerst und es wird auf einmal ein Space Jump. Oh, weil ich diese kleine Umdrehanimation habe, die noch Zeit kostet. Wenn ich da zu kurz mache, dann kriege ich einen normalen Jump. Oh, das erklärt's. Trotzdem blöd. Ach, diese Mini-Dinger. Ja gut, das heizt natürlich kein Stück. Also kein Stück, nicht wirklich viel halt. Ich hab n. Du streifst einmal den A-Knopf, einmal kriegst du fucking Shine-Spot nach oben.
jetzt verkackt stehen als den Anfang, weil ich nur an die späteren Schritte denke. Oh, ist das furchtbar. Ja, ist okay, lauf nicht weiter. Ist okay. Nein, was? Okay. Scheinbar haben wir verschiedene Definitionen, was links und was oben ist. Mehr Leistung scheint ja aber für den Winter nicht zu reichen. Ich drücke zuerst A. Wieso kann ich das nicht instant drücken? Wieso muss ich drücken, als hätte ich fucking Arthritis? Wenn ich noch langsamer drücke, brauche ich ein halbes Jahrzehnt, um einen Sprung anzusetzen. Blutspenden. Okay, dann angehe Nacht und mögen die Blutspenden glimpflich verlaufen. Natürlich. Klar wird das zu einem fetten Fisch. Manchmal wird es zu einem fetten Fisch. Andere Male stirbt der kleine Fisch einfach und verpisst sich. Ach man. Gegner Angie. Echt nicht nötig an dieser Stelle, Mann. Aber naja, ich werde das schon irgendwie meistern. Auch wenn Stunden dauert. Vier Stunden. Okay. Sag's mal. Ich sollte nicht reden und gleichzeitig hier versuchen, dann die Stellen zu machen. Ich komme aber nicht hinterher. Das ist gut, ich meine, das ist auch ein bisschen extra Geld und das Blut kann man auch für gute Zwecke benutzen. Warum bist du denn jetzt da unten, du Saft? What? Wieso? Wo kommst du her? Wieso war da jetzt der Fisch? Oh Mann, es wird immer schlimmer. Es passiert immer neue Dinge. Oh, wenn ich die nicht einsammle, dann wird da auch dieser neue Fisch oder was? Willst du mich veralbern? Nee, jetzt ist er nicht... Was? Wieso ist der denn jetzt nicht hier? Die sind doch nach unten. Ich verstehe es nicht. Ist das ein 50-50, ob die Gegner dann bleiben oder nicht? Wenn ja, ist das immens albern. Wieso? Warum nach oben? Ich halte doch zur Seite und dann nach unten. Das ist nicht oben. Das ist nicht oben, Samus. Es ist links und unten. Warum? Warum geht er nach oben? Das ist so dumm. Ja, aber das mit dem Fisch wandern ist halt dumm. Tut mir leid.
Die anderen Abschnitte des regulären Story-Modus sind halt quasi nicht seine Herausforderung. Hast du hier so eine wirklich halt schon anspruchsvollere Stelle mit einer Steuerung für einen Shiny-Bug, die für meinen Geschmack ein bisschen schon sehr zu clunky ist, weil ich das nicht so schnell durchdrücken darf, wie ich möchte. Und dann hast du halt hier noch eine Zufallskomponente in Form der Gegner, was halt echt nicht nötig ist. Vor allem, man muss sich mal vorstellen, wenn man halt nicht ein Save State hat, hat man eine ganze Powerbomb, muss sie notfalls nachfahren oder wieder vom Speicherpunkt aus laden und dann halt nochmal versuchen. Ich finde, das geht halt an so einer Stelle halt absolut nicht okay mit solchen Zufallsgegnern hier. Wieso? Warum mache ich dann jetzt nicht den verdammten Space Jump? Ich habe doch in die Richtung geguckt und durchgehalten. Oh, es ist so dumm. Wieso reicht es nicht, wenn ich in die Richtung gucke und den Knüppel durchdrücke? Wieso muss ich dann nur eine halbe Sekunde warten, dass er dann sagt, ja, du willst nicht normal springen, du willst einen Space Jump machen? Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun soll, um der Steuerung zu erklären, wenn ich einen Jump machen will. Wenn ich das halt alles so langsam durchdrücke, dann schaffe ich halt den Sprung nach hinten nicht. Uff. Ja, und das ist halt so wegen dieser dummen Koralle. Wo muss ich denn hinspringen? Bis nach hier. Genauso landen und dann machen. Und dann muss ich zur Seite durchhalten, damit der Shiny nicht instant cancel wird und instant nach unten drücken. Und dann den Sprung bis hier irgendwie schaffen, wobei die ganzen Gegner im Weg sind. Oh, Bruder. Das ist halt quasi die letzten beiden Sprünge, aber das ist halt auch nicht gerade leicht. Bloß auf dem Himmel passiert ja schon genug Bullshit. Ey, diese dumme Koralle, das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Ich habe gerade mal Zeit für drei Space Jump. Wenn ich es nicht genau richtig mache, lande ich auf dieser dummen Koralle. Vor allem, so kann ich jetzt hier auf der Koralle stehen, wenn ich von der Seite rankomme. Dumme Koralle. Wenn ich von der Koralle halt hier direkt runterjumpe, bin ich halt auf zu hoch. Und komm halt hier gegen. Ich muss halt hier runter landen. Wenn ich direkten Jump versuche, klappt das nicht. Nope, das ist dann auch zu hoch. Von wo muss ich springen, um da zu landen? So hier oder was? Nee, ist auch zu hoch gewesen, glaube ich. Also diese dumme Kante hier ist. Sie muss schon wieder einfach hängen bleiben, weil das nicht eine gerade Strecke ist, sondern wieder so kastenförmig, blockförmig. Das ist halt auch wieder zu hoch. Man muss halt so runterfallen, zur Seite drücken und dann Shinespark. Oh Junge! Dann ist halt die Sache, wie ich an diesen Gegnern vorbeikommen soll. Ja, so schon mal nicht. Wenn ich dann hier quasi stehe, wieder zurück, scheint. Das wäre ich dann. Nicht da oben gegen die Decke wäre schon mal hilfreich. Ja, mit zwei Sprüngen und einem Charge Shot darüber wegen dem Fisch und dann jumpen. Und dann halt hier gucken, dass ich da vorbeikomme. Pff.
dumme Koralle. Weil es nicht schon mit den Gegnern reicht. Nope, hier hast du eine Koralle, die das alles noch schwer genug macht. Es sind die kleinen Dinge, die einen dann am meisten nerven. Und hier ist es definitiv diese Mikrostelle, weil das nicht schon präzise genug ist mit allem. Ach ja. Ich hab doch. Nein, ich hab doch A gedrückt! Wieso zieht das nicht? Oh, das ist so schwer! Weil ich das so präzise. Weil ich präzise unten landen muss. Wenn ich zu weit oben lande, dann kann ich nicht scheinsparken. Oh, Mama! Oh, ist das furchtbar. Und dann geht's halt noch weiter mit den ganzen Gegnern, weil ich glaube nicht, dass ich die Zeit haben werde. Also, ich müsste dann irgendwie mehrmals in einer Scheinsparken anstelle, wenn ich wirklich eine Powerbombe legen wollen würde. Die Alternative ist hoffen, dass die Gegner halt freundlich sind, eine gute Position haben und ich dann einfach vorbeijumpen kann, aber das ist halt irgendwie halt wieder hoffen auf einen Siebener im Lotto. Huh. Huh. Warum bist du hier oben? Oh. Und es hat nicht mal gereicht. Wie soll ich das denn machen? Ich bin hier in der Hocke. So. Aber das ist halt. Das kann ich ja nicht direkt so forcieren. Bin halt hier irgendwie so. Und dann kann ich jumpen, I guess. Oh Mann! Puh. Schwer, schwer. Der Teil hier ist halt nicht schwer. Was? Ich verstehe es nicht. Wieso? Der Knüppel ist auf Anschlag, auf rechts. Was verpasse ich hier mit der Steuerung? Was? Ich bin verwirrt. Ich habe keine Erklärung, was da passiert. Außer das Gefühl, mein Finger ist komplett kaputt. Ich bin so alt und kaputt inzwischen, dass ich das nicht mehr wahrnehme. Ui. Nein, ich hätte doppelt drücken, Exo, damit du die Bombe legen kannst. Zu früh, dass man halt auch nach in die Richtung durchdrücken muss und sobald du erst gelandet bist, nach unten drücken darf, ey. Das macht auch alles dezent schwerer, weil man damit halt diese Stoppbewegung nicht vorbeifahren kann. Weil das mit der Steuerung nicht schon penibel genug und überladen ist, ey. Okay, knapp werden. Nein, ich knüppel doch zweimal nach unten. Ist das auch wieder zu schnell? Ja, ist wieder zu schnell. Ich darf das. Oh. Wenn du mit deinen Fingern zu schnell für ein Spiel bist, ich fühle mich da gerade sehr stark an Skyward Sword erinnert. Auch so ein Zelda. Also halt ein Zelda, was ich weniger mag. Was einfach daran liegt, dass wenn ich diese Remote bewege, dann möchte ich auch, dass das Spiel hinterherkommt. Finde ich persönlich.
Wenn es ja schon so ein Schwert simulieren soll. Das ist echt knapp bemessen. Das war jetzt ein bisschen laut. Ja, ich weiß, dass ich leider zu viel verlange. Es ist halt irgendwie schon ein bisschen extrem befremdlich, dass das Spiel da so langsame Inputs voraussetzt. Ich bin in dieser Kante hängen geblieben. Nein, ich hätte was geschafft. Ich habe auch die Power hinbekommen beim ersten Mal. Nein. Oh. Aber ich habe eher ein positives Gefühl, weil halt Fortschritt. Oh, und jetzt erstmal wieder da hinkommen, Mama. Und die Fische waren auch so gut gespawnt. Ich verstehe nicht, wieso ich nach oben fliege. Ich drücke nicht in diese Richtung. Ich meine, ich hatte den Knüppel in Richtung links, rechts, unten gerückt, weil ich das ja halt instant canceln muss. Oben wäre halt die letzte Richtung, die ich brauche. Oh. Ich bin noch nicht so alt für Ehrgeiz, das ist doch schon mal was Gutes. Oh, apropos Ehrgeiz, das könnte ich auch mal spielen. Zu früh. Aber ich wollte nicht, dass die Fische sich nochmal zusammensetzen an einer anderen Stelle. Knapp dann ist auch vorbei und die Trauer ist riesig. Ja, das stimmt wohl. Aber schön, dass du dich darüber so amüsieren kannst. Ist halt immerhin eine Person. Ich bin auch nicht schlecht gelaunt oder so, von daher ist das ja alles schon okay. Zur Seite halten, sobald du landest, nach unten canceln müssen. Ist das Smash Bros. Melee? Am I Wave Dashing? Nein, jetzt habe ich zu früh gedacht mit der Bombe. Erst resetten, dann Bombe. Jetzt kommen halt so Schusselfehler rein. Ist halt auch so viel am Stück, wo man halt die Inputs auch ein bisschen verschieden machen muss. Wow. Ja, Schadenfreude ist beste Freude. Warum? Du Arsch! Du Arsch! Du Nappen! Wieso? Okay, muss hier oben auch eine Bombe wahrscheinlich erlegen. Ah, oh, diese ranzigen Fische!
Metal Fusion, was ist das Schlimmste, was dir begegnen kann? Ridley, Nightmare, SIX, nein, Fischer. Oh. Ach man. Ja. Ach, der Beamer ist so dumm. Das ist eine Sache. Wenn man Randomizer spielt, dann kann man ja auch Beams einzeln finden. Und dann die Beams hat sogar eine eigene Schussanimation. Und das hat auch ein weiteres Indiz dafür, dass das hier wahrscheinlich halt mehr auf Zero Mission und Co. basiert hat, dass man halt Power-Ups individuell ausstellen können. Und das wäre ziemlich praktisch, weil ich würde am liebsten den White Beam ausmachen, damit ein Plasmaschuss, wenn er trifft, auch direkt einen Gegner killt. Weil ich finde das super albern, dass ich den Plasma Beam habe und dann für diese Gegner, denen ich schon sogar stellenweise ziemlich früh im Spiel begegnet bin, drei Schüsse brauche. Weil der Beamschaden halt auf drei geteilt ist. Super albern. Man kann nicht alles haben, I guess. Uff. Bin jetzt wieder nicht hoch genug. Oh, jetzt brauche ich wieder 20 Jahre, um zu dieser Stelle zu kommen, damit ich es einmal wieder versuchen kann. Puh, puh, puh. Warum nach oben? Ich halte nicht nach oben. Ich halte nach links, rechts mit ein bisschen unten. Wieso? Und wieso immer an dieser Stelle? Oh, die Stelle frustriert langsam ziemlich. Okay, so schlimm nicht. Aber es ist gerade schon echt nervig, dass hier jedes Mal wieder irgendein Quark passiert, deswegen ich dann nicht den Sprung danach üben kann, den ich jetzt bisher einmal machen durfte. Ist auch so albern, dass du so viele Powerbomben legen musst, weil hey, es könnten ja Gegner auf einmal mitten im Weg sein. Und deswegen halt noch mehr die Wahrscheinlichkeit habe, halt so ein Reset zu verkacken mit dem Shinespark. Weil es könnten ja potenziell Gegner da sein. Wieso? Was ist das Problem an dieser Stelle? Gefällt dir der Block nicht? Rutsche ich ein bisschen runter? Was ist das Problem? Warum immer auf diesem Block? Oh Mann! Langsam wird's albern. Oh, Sabbalot, ey. Gott, ey, das ist halt schon echt wie so ein schlechter Cartoon, ey. Nein! Ich kam dann einmal zu dieser Stelle wieder nach 20 Mal, um zu üben, und da bin ich halt so langsam. Oh. Ah, das Bomben-Setup soll dafür sorgen, dass ich halt dann quasi per Herz hinspringen kann. Das ändert einfach nichts daran, dass halt das Ressourcen super knapp ist. Nein, es tut mir der Zeigefinger weh. Zu schnell gedrückt nach unten und Samus, die alte Dame, kommt nicht hinterher. Es tut mir leid, Samus. Ich werde nächstes Mal ein Stoppschild rausholen, den Schüler lotsen, wenn wir das alles gemeinsam hinkriegen.
Ha! Bitch. Oh, und dann verdrück ich mich erstmal vor Freude. Whoops! Und plötzlich war der Fisch wieder da. Ich verstehe nicht, was die Bedingung ist, dass die SRX sich zusammensetzen oder nicht. Weil ich dachte halt immer, es ist Einsaugung, aber manchmal setzen sie sich halt hier zusammen und andere Mal halt gar nicht, da fliegen sie weiter. Ist halt schon komisch, aber na gut. Einfach mehr Powerbomben. Hab jetzt 20. Nein! Es ist so knapp an der Stelle. Ich muss zur Seite durchschalten, bis ich lande. Und dann nach unten drücken. Sonst wird der Scheinspark gecancelt. Einfach keine gescheite Übung für diese Stelle. Aber mit Safe States wäre das lame. Jetzt bin ich nicht abgesprungen. Oh. Puh. Hat die Hoffnung geschafft, dass wir mal so ins in einer halben Stunde und können richtig abfeiern. Aber nope. Ich habe viele Dinge gelernt. Das ist alles sehr interessantes Wissen, das man bestimmt mal auf irgendeiner Party anbringen kann. Da werden die Leute bestimmt sich scheckig lachen. Aber es macht gerade das alles hier nicht einfacher. Ist einfach dumm. Wieso muss ich das so langsam drücken? Es tut mir leid, aber die Stelle der Nachforderung von mir, dass ich das bis auf ein paar Frames schnell hinkriege. Weil ich ansonsten legitim nicht genug Zeit habe, den Sprung zu schaffen. Wieso ist dann die Steuerung dafür so lahm? Ist halt sehr widerstrebend der Gewohnheit, wenn man auf einmal anfangen soll, mittendrin langsamer zu drücken. Wenn die Stelle danach verlangt, dass man das wirklich alles so genau macht. Es wird nichts. Nein, weil der erste Sprung zu weit hinten war. Hätte resetten sollen. Aber es kann halt sein, dass dann halt sich Fische wieder zusammensetzen, wenn ich da zu lang brauche. Dieser Block, es ist der eine Block. Es passiert nirgendwo anders, es ist der eine Block. Es klang gerade ein bisschen wie ein ASMR-Song. Denn es ist der eine Block. Und das war zu hoch. Thank you.
nein. Nein, ich hab dreimal gesprungen. Zweimal springen und dann runterlaufen und zurückhalten und nach unten bestenfalls. Nein! Ich hab nicht die Gewöhnung. Das ist Muscle Memory, ich muss die ganze Zeit Space jumpen. Das ist der einzige Block, wo mir das mit dem nach oben springen passiert ist. Das ist halt ein Fakt. Deswegen ist das ja so ulkig. Würde mir das an 10 Stellen passieren, wäre das was anderes. Aber es ist halt ulkig, dass es halt die ganze Zeit nur bei dem einen Block passiert. Oh, die Muscle Memory, dass ich die ganze Zeit Space Jump machen muss und habe ich einfach nur eine Kante zum Runterlaufen. Dass ich hier die Zeit verschwenden muss, um dümmliche Powerbomben zu legen, ey. Weil da oben einfach sich ein dummer Fisch aufhalten könnte. Es ist so albern. Sorgt dafür, dass die Fehlerquote einfach. Also halt einfach die Gefahr da ist, viel öfters halt diesen Cancel nicht zu schaffen. Aber ich habe ja keine Alternative. Ich darf ja nicht getroffen werden. Für einen Screw Attack wäre das super easy. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Nein, nein, nein. Was? Und so eine ulkige Umstellung passiert, wenn du Upgrades nicht optional machst, dass man sie an- und ausschalten kann. Ich muss von Blöcken super albern wegdrücken, weil ansonsten sich Samus an der Kante festhalten, das ist dann zu langsam. Es soll ja auch irgendwie rückwärts Space Jumps funktionieren. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Nein, ich habe schon wieder. Jetzt geht alles davon. Add insult to injury. Mein Blutdruck ist noch ziemlich niedrig. Es ist halt wirklich dumm, diese ganzen kleinen Stellen, die dich mit aufhalten können, was alles dafür sorgt, dass du viel weniger die Chance hast, halt die wirklich beiden letzten knüppelharten Sprünge zu üben. Ich kann natürlich einfach ein Safe State setzen, aber es wäre einfach schön, wenn die Gegner mitspielen würden und alles andere. Oh, jetzt habe ich nicht. Denn jetzt vergesse ich halt dazwischen alles immer zu machen, weil ich viel zu sehr mir versuche zu merken, was ich halt hinten alles drücken muss, weil ich da die ganze Zeit verkacke. Und das auch dafür, dass ich jetzt hier die ersten Stellen verkacke. Der ewige Zyklus von an Sachen länger hängen und probieren. So langsam. Guck's dir an, wo ich lande. Es tut mir echt leid. Ich lande ungefähr hier. Ich muss bis dahin rechts durchdrücken und sofort nach unten. Damit ich sofort in die Hocke gehe und halt das cancel. Alles klar, dann gute Nacht, schöne Träume. Gesell dich zu deinem Hintern, der scheinbar schon das tut. Und danke fürs dabei sein. Eventuell sieht man mich hier noch irgendwie bis 12 Uhr morgens rumsitzen, keine Ahnung.
Ich halte zur Seite gedrückt. Ich halte zur Seite gedrückt. Was soll ich denn noch tun? Was soll ich denn noch tun? Oh, bitte sag's mir, Samus. Was soll ich denn noch machen? Außer den Knüppel richtig wegzudrücken. Zur Seite. Wieso kann es doch nicht sein, dass Knüppel und A in der Reihenfolge automatisch Space Jump buffert und A und Knüppel Shine Spark? Das wäre so viel einfacher. Ja, wenn ich es schaffe, dann werde ich es halt wieder klippen und spätestens dann sieht man es. Na, dann möge es dafür sorgen, dass er sich gesünder fühlt. Nein, nein, nein! Scheiß Kante! Scheiß Kante! So dumm! Und ich hätte sozusagen eine fucking Powerbombe widerlegen müssen oder das hier halt aufladen, wenn ich lande sofort B und dann hier hoch und drauf. Oh ja, mit Bombe wird das nicht. Ich muss einfach dann mir an der Stelle merken, versuchen den Chargebeam zu laden und einfach hoffen, sobald ich hier oben bin, dass ich resettet habe, wahrscheinlich einfach ganz easy Powerbombe legen. Was passiert, wenn ich die Gegner damit töte, ohne hoffentlich getroffen zu werden? Okay, die können halt dann notfalls respawnen, aber whatever. Scheiß RNG-Gegner, ey. Oh ja, das war gigaschlau von mir. Kann ich nicht so ganz beurteilen. Es gibt zwar, gab zwar Zeitpunkte, wo ich halt für einen relativ langen Zeitraum halt sowas wie Nudeln oder halt Reis oder Klöße nur primär gegessen habe, aber halt nicht über 2 Monate. Von daher kann ich das nicht beantworten. Aber es erklärt es dann natürlich. Ey, ich guck schon für halbes. Ich weiß, dass ich aus der Hocke einen Space Jump machen kann. Was soll ich denn noch tun, außer umdrehen, halten, drücken? Wieso funktioniert das hier ohne Probleme? Ah ne, es geht nicht. Ich darf nicht aus der Hocke das versuchen zu machen. Was muss ich wirklich zweimal mashen oder nach oben mashen? Okay. Das macht es überhaupt nicht schwerer oder so. Das glaube ich gerne, dass sich da der Magen bedankt. So, und jetzt geschlafen. Du wolltest wegen Gesellschaft leisten. Ich sehe jemand, bin nicht ich. Sonst könnte ich noch sowas wie ein Gewissen bekommen, das wollen wir alle nicht.
Du ranziger Scheißfisch. Diese Stelle ist so dumm, es wird alles so knapp. Ich meine, besser, man hat dann immer eine lange Sitzung auf dem Klo, anstatt dass sich das dann halt anstaut und man nicht Blähungen, wie hieß das? Verstopfung bekommt. Das ist dann, denke ich mal, dezent unangenehmer. Auch wenn beides nicht schön ist. Nein, nein, nein. Dass du das nicht von der Kante aus ausführen kannst, ist so bescheuert. Es ist so dumm. Wieso muss ich fucking zweimal drücken? Ja, und jetzt. Weil ich wieder A und Knüppel zu gleichzeitig gedrückt habe. Weil, keine Ahnung, ich muss ja langsam drücken wie ein alter Oppi. Das ist so dumm! Dann viel Spaß auf dem Meeting. Ich versuche weiter mich irgendwie an dieser Stelle zu prügeln, weil das alles überhaupt nicht pixel-perfect wird. Diese scheiß dumme Koralle. Was? Oh, es tut mir leid, dass ich durchhalten, da nach unten drücken muss. Scheißbug. Nee, ich war damals auch fit an allen Belangen. Also ich werde inzwischen auch wieder fitter. Dank der Physiotherapie. Da ich nicht mehr vorbelastet bin. Aber ich war damals trotzdem fitter. Hat auch seine anderen Gründe. Damals, wo man noch jung und wild sein konnte. Da gab es mehr Möglichkeiten, fit zu bleiben.
Ei. So eine dümmliche, dumme Mechanik. Nagel an der Kante, hält sich instant fest, A-Input wird zu scheinbar gecancelt. Dumm. Absolut dumm, dass man das nicht ausstellen kann. Ultra krüppelig versuchen muss, von diesen Platten wegzubleiben, dass man dazwischen irgendwie durch kann. So frustrierend. Weil es nicht schon schwer genug ist, an dieser spezifischen Stelle mit der Koralle weit genug zu springen, muss man auch so springen, dass man nicht zu nah an den Blöcken ist und damit auch noch wichtige Zentimeter verlieren, wenn man es zu großzügig macht. Oh man, das sind so die frustrierenden Momente. Hey, es könnte einfacher sein. Angenehmer. Ich will nicht direkt sagen fairer, aber... Wieso muss Space Jump so sein, wie er ist? Wieso kann ich keinen einfachen Doppelsprung haben? Mir tut langsam sehr die Hand weh. Alter. Ah, wieso muss ich so fucking langsam drücken für Scheinspark oder fucking Space Jump? Es ist so dumm. Ich muss beim ganzen Rest fucking 30.000 Inputs in einer halben Sekunde machen. Aber wenn ich aus einer Hock- oder Bewegungsablauf, Scheinsack oder Spacejump will, muss ich das super langsam drücken. Weil gleichzeitig drücken ist ja für das Spiel zu viel. Oh Mann, ist das dumm. Wieso kann ich nicht einfach alles mit meiner Reaktionszeit durchdrücken? Das wäre mir so viel angenehmer. Statt dass ich das hier so langsam machen muss. Oh, wieso ist das Skyward Sword? Wieso darf ich nicht einfach durchdrücken, wenn ich schneller drücken kann? Nein. Ja, jetzt dachte ich komme an die Kante. Das war mein Fehler. Muss man jetzt die Zeitung ändern? Tut sonst zu sehr der Zeigefinger weh. Dann jetzt wirklich gute Nacht und schöne Träume. Und danke fürs dabei sein. Mach diesen scheiß Scheinspark, wenn ich zuerst A hämmere, Mann. Du hörst es im Stream. Ich möchte zuerst diese dumme A-Taste. Und die Haltung, die ich hier habe, sorgt nur dafür, dass ich schlechter durchdrücke. Also wieder die Haltung, wo ich die Hände ordentlich anspannen kann, um die Tasten hier durchzudrücken, auch wenn das den Händen wehtut. Keine Sorge, einen Controller mache ich nicht kaputt. Dafür sind sie zu teuer. Nein! Es wäre doch der letzte gewesen. Mein Daumen war bereit für B. Es hätte nur noch zur Seite. Warum nach oben? Ich schalte zur Seite, das ist nicht oben. Warum? Oh, ich darf einfach niemals diese dumme Stelle wieder versuchen, weil sie jedes Mal nach oben springt. Oh, frustrierend. Frustrierend. Und wieso mal fucking nach oben? Das ist die einzige Himmelsrichtung, die ich nicht drücke. Ich verstehe Scheinspark-Inputs nicht.
Alter, ich schreit's nicht! Ey, langsam wird's mir zu dumm. Ich halte diese dümmliche Richtung gedrückt. Wieso ist es immer oben? Was ist die Erklärung? Was ist die Deadzone für scheinbar nach oben, Mann? Jetzt werde ich langsam wirklich zickig. Ich kann den Stick zur Hälfte mit nach unten halten und krieg doch dessen die seitliche Richtung hin. Oh Mann! Jetzt habe ich nicht genug nach unten transitioned. Oh, was eine alberne Funzel, ey. Was soll ich noch machen, außer dieser Richtung? Ich kann durchdrücken oder zweimal mashen. Das kommt auf die gleiche Geschwindigkeit hinaus. Wieso klappt das manchmal? Wieso habe ich das Gefühl, ich muss manchmal ein halbes Jahrhundert länger warten? Was eigentlich soll ich mir wirklich angewöhnen, mit nach oben zu drücken? Damit ich schneller aufstehe, damit ich mehr Zeit habe. Wahrscheinlich muss ich das wirklich machen. Ich schaff's nicht. Ich halte nach rechts oder links. Wieso kommt oben? Wieso? Was ist das Geheimnis? Ja, und jetzt ist halt wieder fucking... Weißt du, wenn ich den Control-Stick halt nach nichts drücke, dann kommt halt nach oben. Aber ich halte ja eine Richtung durch. Achso, ja, Entschuldigung, ich habe vergessen, aus der Hocke zu schießen, weil sonst ich ja drei Einzellaser brauche, um so einen dümmischen Fisch zu killen. Weil Plasma Beam ist einfach auch nicht mehr das, was er war. Boah! Mir tut die Hand weh. Ich brauche einen Schluck. So dumm. Hey, du, keine Ahnung, musst alles in einer halben Sekunde durchmashen. Aber dann hast du fucking Manöver, wo du fucking mit Hüftkrebs arbeiten musst. Weil ansonsten das Spiel nicht hinterherkommt. Keine Ahnung, wer sich den Dummsinn ausgedacht hat, Mann. Wenn ich fucking innerhalb von 3 Frames zweimal den Controlling nach unten mashe, dann sorgt dafür, dass Samus fucking Mothball ist. Und wenn zweimal Insta-Meshen nicht dafür sorgen soll, dann mach nicht zweimal Meshen zum Morphball, sondern einfach durchgedrückt halt mit einem festen Timing einfach. Das muss alles doppelt und dreifach belegt sein. Halt einmal nach oben drücken kann, dafür sorgen, dass du nach oben guckst und die Animation dauert dann auch 80 Jahre. Wieso muss ich zwischenzeitlich so langsam drücken? Das ist so dumm, wenn die Stellen danach so knapp bemessen sind. Ich will nicht langsam drücken. Ich will die Input schnell machen. Weil ich es schnell danach machen muss. Ey, jetzt ist das einfach fucking albern. Ich leg's jetzt ein Kabel ab. Ey, es geht mir zu sehr auf den Sack. Thank you.
Warum? Wenn ich nicht genau richtig weit lande, kann ich es einfach nicht schaffen, ey. Wenn das überhaupt nicht knapp genug gemessen ist, ey. So eine dumme Stelle, weil das auch danach nicht noch alles reicht, ey. Wenn das wenigstens die letzte Stelle wäre, aber nein. Danach geht's noch fucking weiter. Was soll ich noch machen? Ey, es tut mir leid, ich muss die Sicherung halten und dann nach unten. Was ist dein fucking Problem? Wieso kann es nicht gebuffert werden? Jetzt sehe ich schon, ich sitze noch den ganzen Abend hier. Wieso? Ich wollte nach unten danach! Mann! Das ist so dumm gelöst. Wieso kann ich ihn nach unten gedrückt halten für fucking... Hey, du möchtest den fucking Speedboost danach fortsetzen oder nicht? Nach unten halten ja, zur Seite halten nö. Aber nein, das wäre ja zu viel verlangt gewesen. Dann müsste man die Scheiße ja nicht fucking in ein paar Frames timen. Mit einer Steuerung, die sich stellenweise schon sowieso abig genug hat, was man denn jetzt bedanklich drückt. Wenn man zu schnell drückt. Natürlich. Ich kann rein crashen und gleichzeitig Schaden nehmen. Ja, ja, genau. Ich halte doch nach unten! Mann! Ey, das nervt jetzt! Fucking, ich halte nach unten! Was soll ich denn noch tun? Ja, wenn ich es halt zu früh mache, dann ist wieder, ja, du kannst deinen Scheißbock vergessen, Alter. Oh, das ist so albern, das ist so dumm, das ist so bescheuert. Entweder macht die Platten dafür besser, wenn man stellenweise so fucking langsam wie ein Hüftkrebspatient durchdrücken muss, weil das Spiel damit nicht hinterherkommt, oder macht so, dass ich fucking alles innerhalb von ein paar Frames ineinander durchdrücken kann. Jetzt bin ich die anderen Stellen nicht mehr gewohnt. Ah ja, klar. Jetzt hat das nicht gezählt. Da muss die Idee kommen, hey, der Scheißer muss sich ein bisschen nach oben setzen, damit das alles noch schön extra nervig wird. Junge. Absolut Junge, der absolute State. Weil man auch in diese andere, weil schräg ist einfach nur das. Was? Oh, okay, wenn ich schräg und runter mache, dann gehe ich nicht in die Hocke. Okay, das ist toll. Das heißt, ich muss von Kardinalrichtung rechts oder links instant nach unten. Das heißt, ich darf nicht rollen, sondern ich muss fucking mashen. Ja, das hat man sich ja toll ausgedacht. Das hat man sich ja absolut herausragend ausgedacht. Lass dich mal kurz fucking auf Steuerknüppel umstellen. Steuerkreuz. Eventuell geht das ja besser, weil, what the fuck? Wer kam denn bitte auf diese absolut dümmliche Idee? Nee, auch nicht. What? Wieso?
Ja, ist halt nicht instant. Hab nur so ein Mini-Steuerkreuz, weil ich halt Game-Controller benutze, ey. Natürlich. Guckt euch diesen Bullshit-Angi an! Die fliegen sonst immer weg oder zu mir oder sonst was. Und jetzt sind das zwei fucking Fische geworden. Weil es nicht reicht, dass man diese ultra knapp bemessenen Sprünge hat. Weil das nicht reicht, dass man diese ultra knapp bemessenen Scheinspark-Kenses hat. Nein, man muss auch noch RNG haben mit den Gegnern. Weil das alles absolut nicht reicht. Und du drückst eine Millisekunde zu spät und scheinbar, wenn ich nicht direkt auf dem richtigen Frame noch auf rechts bin, sondern schon auf unten, fliege ich scheinbar nach oben. Eine andere Erklärung kannst du ja dafür nicht geben, dass das Spiel dich dafür hardcore punisht, statt dass er für die Richtung reinlockt und du schon mal auf halt unten bereithalten kannst. Nope. Alles Hardframe, alles Hardframe. Außer du willst halt von Hock into Shinespark transition oder halt Space Jump. Nee, dann muss das alles ultra langsam sein. Es ist so dumm. Nope. Was? Du hast rechts für 59 von 60 Frames durchgehalten? Nee, tut mir leid. 60. Frame muss rechts sein. Sonst bist du gefickt, Junge. Aber mit Steuerkreuz geht das halt schon mal auf jeden Fall besser. Gut, Steuerknüppel ist auf jeden Fall hier nicht die Antwort, auch wenn ich gerne einen größeren Steuerknüppel hätte. Das Ding ist einfach halb so groß wie mein Daumen. Wenn überhaupt. Es tut mir leid, dass das da so oft vorkommt, aber die Strecke ist ziemlich gering, in der man canceln darf. Alter. Ich bin Morphball, ich habe R gedrückt, ich drück einmal B und dann wieder hoch, weil ich canceln will. Nope, zu langsam. Hast dafür nicht einen Frame Zeit. Da musst du mindestens 10 Frames warten, weil, keine Ahnung, Scheinsbug fällt sich ja genauso nicht. So eine dümmliche, behinderte Mechanik, ey. Lass mich einfach nach unten durchhalten und es macht den Rest automatisch. Nein. Wäre sonst nicht cool genug. Und nicht mal festhalten. Nicht mal. Ich bin genau dran, ich halte in die Richtung durch. Diesmal halte ich mich nicht fest. Warum? Weiß keiner. Weil Metroid Fusion, weil, keine Ahnung, Automatisierung ist auch nur so 50-50. Es regt mich halt auf, dass das halt alles so undurchsichtig ist. Wieso habe ich mich denn jetzt nicht festgehalten? Ich meine, es hat beides zum gleichen Ergebnis geführt. Aber ich würde gerne wissen, woher diese Inkonsistenz kommt. Thank you.
Nein, nein, jetzt habe ich wieder den. Oh, jetzt habe ich wieder diesen dümmlichen Morpho-Input wiederholt, weil ich das andere nicht mehr gewohnt bin, weil ich das die ganze Zeit seit 80 Stunden mache, weil ich nicht genug Übung kriege. Weil auf dem Weg. Entschuldigung? Wieso hast du jetzt gebremst? Boah! Keine Ahnung, Spiel macht, was ich will. Ich habe einfach gegenüber einen richtigen RNG-Punkt, das war's. Damit gibt es hier einfach keine Regeln. Die einzige Regel ist, dass es keine Regeln gibt. Also schon, das war jetzt affig. Wieso hat sie aufgehört zu rennen? Hätte ich um die falsche Richtung oder so gemacht, dann hätte sie den Bremssound gemacht. Sie hat gar nichts getan gerade. What the fuck? Es ist so dumm, es ist so dumm, du darfst nicht im Frame zu früh, weil, keine Ahnung, wer auch immer sich ausgedacht hat, dachte, ja, das ist schon fair und balanced. Ey, Mann, fucking, selbst Kampfspieler haben ja mehr Linien als der Scheiß. Ja. Steuerkreuz schon losgelassen, A gedrückt, nope, scheinbar ist der Vorwort. Der Vorwärts-Input noch drin. Scheinsbug ist einfach nicht wie der Rest des Spiels. Scheinsbug ist fucking 0 Frames, mach oder du bist tot. Und der Rest ist ultra arschlangsam. Alle schön mit einem gewissen Abstand zueinander drücken, sonst kommt nicht raus, was du willst. Ich verstehe es nicht, wie man sich das ausdenken konnte. Es ist halt, jetzt würde man denken, ja, warum hast du jetzt diesen Sprung nochmal wiederholt? Wenn ich lande und eine halbe Sekunde warte, reicht die Zeit nicht mehr, um von dieser Position aus den Jump anzusetzen und da hinten hinzukommen. Weil ich muss jetzt zweimal springen, so landen und nicht so, sondern so landen und dann den Scheinsbank machen, weil das überhaupt nicht knapp bemessen ist, ey. Es ist absolut nicht knapp bemessen, Mann. Das ist so dumm. So dumm. So dümmlich. Unfassbar unspaßige Scheiße ist das, Mann. Davor hat sich das alles steuerungstechnisch ein bisschen schwammig angefühlt. Das war so, ja, okay, es wird ja schon von Spiel so gewollt sein. Jetzt kriegst du die ganze Scheiße mit. Das Scheinsbug absolut 0 Frames hat, die es dir verzeiht. Aber der ganze Rest musst du langsam durchdrücken, als hättest du fucking Hüftkrebs an den Fingern. Absolut unspaßige Kacke. Dass da oben der Sprung auch nicht ein paar Frames mehr dir lässt, ey. Ja, und jetzt kommt halt wieder die Scheiße bei raus, ey. Ja, du hast ja einen Frame zu früh nach unten gedrückt, Junge. Wie kannst du dich nur dazu erdreißen? Du hast doch damit diese Lauffläche von einem halben Millimeter. Und jedes Mal den ganzen Scheißweg hin. Und ich muss eine fucking Baubombe riskieren. Laden reicht nicht von der Zeit, der Sprung ist eh knapp genug. Und wenn der Fisch an der Ecke ist, bringt mir dieses fucking Laden auch nichts. Weil ich dann Scheißbug ansetzen und instant canceln muss und im Gegner reinlande, weil das alles schon nicht reicht. Wenn diese Gegner nicht wären, müsste ich nicht 10.000 extra Versuche machen für diese dümmlichen Kack-Powerbomben, Mann. So dumm, ey. Weil RNG-Gegner das alles so viel besser machen. Thank you.
Ja, klar. Das ist so ein Mini-Steuerkurs, aber man sieht besser, aber mit Knüppel kannst du es ja nicht spielen, haben wir ja gelernt. Ist das so dumm? Ja, ich weiß. Halt doch mal die Richtung durch, du Jan. Dann endest du die ganze Zeit damit, dass ich gegen diese Wand laufe. Ist das so dumm? Die Strecke ist viel zu kurz, ey. Das ist so fucking präzise. Genau. Unten Input, Seiteninput nicht angenommen, dass ich instant im Stand bin. Damit ich fucking Spacer mache. Nope, es ist unten. Seite, nein, es ist automatisch, weil es viel zu nah aneinander dran ist. Es ist ein Scheinsbug. Wie man, wisst ihr, wie man das hätte verhindern können? Richtig. Knüpp oder halt Steuerkreuz A ist gleich Space Jump. A und Richtung ist gleich Scheinsbug, weil du hast im Scheinsbug sowieso diese halbe Sekunde Wartezeit, wo du deine Richtung eingibst, halt links und dann halt schräg oben, andere schräge rechts. Warum nicht so? Warum nicht so? Wieso nicht so? Warum? Es ist dumm, wenn ich halt in dieser Hocke bin und dann Bill mache, dann sollte Space Jump rauskommen. Jetzt kommt Space Jump rauskommen, weil es nichts anderes rauskommen kann. Wieso ist da die Option da, dass da fucking Scheinspark rauskommt, wenn ich so halte? Es ist so dumm, es ist so dumm, es ist so eine unnötige Scheiße. Und ja, ich reg mich jetzt hier fucking auf. Es könnte so viel angenehmer sein, wenn die Steuerung nicht wirklich so ein dummes Stück Scheiß wäre, ey. Es gibt keinen Grund, warum das, wenn ich so nah beieinander drücke, fucking irgendwas rauskommt. Es sollte den Knopf, den ich zuerst drücke, priorisieren und Ende. Und nicht irgendwie so einen Frame-Zeit-Buffer lassen, weil den hast du ja beim Scheinsbug sowieso nicht, sondern einfach dann durchheizen. Wenn ich die ganze Zeit dann verkackte Space-Jumps mache, die halt dann mir nicht helfen, okay, hab ich's verkackt, aber Hauptsache es kommt fucking Space-Jumps raus und nicht fucking Scheinsbug. So ein Steuerkreuz ist... Knäuel. Ich kann nicht mehr reden. Steuerkreuz ist einfach zu kacke. Es ist zu klein. Ach ja, genau, mach wieder Doppel-Input, ist schon okay, Junge. Was ist, wenn ich es so mache? Und was? Ey, du drückst einen Knopf zum Konfigurieren und was passiert? Richtig, es werden drei Knöpfe belegt. Ja, du sollst den... Ey, du behinderte Ranzwurst, kannst du, wenn ich einmal drücke, nur einen Knopf nehmen? Hallo! Wieso werden denn drei Knöpfe ineinander belegt, wenn ich es einmal drücke? Was zum Fick? What? Achso, Moment. Gut, probieren wir es damit. What? Hallo? Oh, klar. Wie dumm. Okay. Ich habe unten auf einen Knopf gelegt.
Ich drücke den Knopf. Pass auf. Er zieht nach unten. Ich muss stark durchdrücken, oder was? Weil es simuliert ja einfach nur ein ganz kurzes nach unten, aber scheinbar reicht einmal nach unten nicht. Ich muss ja scheinbar richtig hart durchdrücken. Nee, ich muss einfach doppelt drücken. Warum muss ich denn als Knopf doppelt drücken? Wieso ist es denn beim Rennen bitte nicht... Wieso geht das nach unten? Was? Oder hat er die Steuerung zurückgesetzt? Nee. Was? What? Das ergibt gar keinen Sinn. Alter. Wieso belegt er denn die Scheiße dreimal? Oh, bis ich wieder alle Knöpfe belegt habe. Geht das? Nein. Wenn du es als Knopfinput machst und du hast zur Seite und nach unten gleichzeitig, macht er daraus die Schräge. Du musst Seite loslassen, scheinbar, und dann nach unten drücken. Und selbst dann reicht's nicht, weil er... Achso, das war die falsche Taste. Moment, Moment, Moment. Das heißt, ich muss wirklich fucking loslassen und L. Loslassen und fucking L. Ja. Wie dumm ist das denn? Wie absolut dumm. Gut, das erklärt einiges, warum dann unten Input nicht rauskommt. Wenn ich zu schräg bin, macht er daraus dieses nach unten zielen. Wie absolut dumm. Ich habe dafür eine Taste. Ich kann dafür eine Taste belegen, dass ich so nach unten ziele. Wieso ist das mit unten und Seite? Wer hat sich denn diesen Dummsinn ausgedacht? Wer? Was? Wieso ist das so? Wieso wird daraus denn bitte schräg, wenn ich nach unten mache, mit nach zusammen? Wieso wird das nicht zu einem nach unten Input? Oder wenn ich zuerst fucking nach unten halte und zur Seite, kann ich ja auch laufen. Wieso gibt es diese Schräge, wenn ich mir dafür eine Taste einstellen kann? Wow. Im normalen Spiel merkst du gar nichts von dieser ranzigen Steuerung. Wer hat sich das denn ausgedacht? Wer kam denn auf diese dümmliche Idee? Ja, wir haben das als Knopf, aber wir können es ja auch noch jetzt so mit gemeinsam machen, weil das ist ja auch nicht bescheuert für Fehlinputs. Wow. Absolut dümmlich. Absolut bescheuert. Absolut hirnrissig. Absolut hirnrissiger Dummsinn, wie auch immer sich das ausgedacht hat. Kein Dunst von fucking guter Steuerung. Ja, jetzt sehe ich das halt auch, dass dann, wenn ich nach unten rotiere mit dem Steuerknüppel, kommt er öfters auch nicht schräg. Ich muss neutrale Position runter. Wer hat sich denn diesen Dummsinn ausgedacht, Mann? Ja, selbst wenn ich Steuerkreuz benutze, es ist ja nicht mal so ein rundes Steuerkreuz hier, außer es ist halt innen so eingebaut. Aber das sorgt auch dafür, dass ich halt stehen bleibe. Wenn ich halt so runternehme und dann nach unten drücke, passiert nichts. Ich muss fucking hämmern. Und wenn ich das halt ein bisschen minimal zu langsam mache, verliere ich meinen Speedboost und sie geht halt in diese Ich-brems-ab-Animation. Absolut bescheuert. Das ist so ziemlich das Gegenteil von Spielspaß. Ich kann fucking nach unten jetzt noch hier mit dem Steuerkreuz mashen. Es wird nicht runtergehen. Es wird nicht runtergehen. Es darf nichts mehr absolut von einem seitlichen... Ich kann auch den Controller schräg halten und es nach unten mashen, nach unten gedrückt halten. Es wird schräg kommen. Wenn ein bisschen Seiteninput vorhanden ist, geht er runter. Ich darf nicht in diesem seitlichen, in der seitlichen Position mich befinden. Wer kam denn auf diese absolut dumme Idee? Wer? Absolut bescheuert. Absolut bescheuert. Muss halt so probieren, I guess. Geht auch nicht. Wenn es minimal zu spät... Ja, deshalb, wenn ich es minimal zu spät mache, bricht's ab. Okay, wir lassen es sein.
Entschuldigung, aber das ist so ein Bullshit. Ich kämpfe mehr mit der Steuerung als mit dem Leveldesign als solches. Das ist ja mal so bescheuert. Das ist ja mal so dumm. Selbst auf einem fucking Steuerkreuz bringst du nicht Zeit, deine Finger zu swipen. Wenn sich noch dieser ganze Quadrant rechts, rechts unten, rechts oben, also die vergisst ja nur unten oder links, links unten, wenn sich in diesen ganzen Quadranten der Stick ein bisschen noch irgendwie aktiv befindet, egal durch was, zählt unten nicht. Es wird immer schräg. Du kannst nach Schrägheit nach unten ballern, er wird weiterlaufen. Er wird immer schräger machen, selbst wenn du schräg und runter hältst. Das ist ja mal so bescheuert. Das ist ja mal so dumm. Fucking, ich will wissen, was ist, wenn ich das so hier mache? Ja, nach unten kann ich dahin canceln. Unten wird gecancelt durch Bewegung. Ich kann es nicht andersrum machen. Bewegung zur Seite hat mehr Priorität als die Hocke gehen. Ist das bescheuert? Ich habe da minimalste Frameszeit, um auf diesen Platten zu reagieren. Und dann verlangt man die Störung von mir, dass ich das von dieser Position, dass ich genau auf den letzten Frame vom Shinespark warte, weil er ansonsten ja nicht funktioniert geht, auf den ersten Frame warte, wo ich dann auf den Boden berühre, dass ich halt von Shinespark wieder zu Speedboost transition und dann neutrale Position runterhämmern. Und das stellenweise über das bisschen Getippel. Ja, nee, kannst du vergessen. Eben, du gibst da irgendwelche Tricks für Movements. Ich werde mal Chocola fragen, ob es da irgendwas gibt. Weil das ist dumm. Das ist absolut bescheuert. Das sind hier jetzt 2,5 Stunden Gebitsche. Rausfinden, dass die Steuerung absolut stümperhaft gemacht ist. Dass man sich dachte, ja, der Schräg-Input, warum sollte man das nutzen können, wie bei Fighting Games, dass du halt so einen halben Quarter machst und von fucking Seite nach unten zu transition. In einem fucking Kampfspiel wird auch nicht verlangt, dass du, also nicht bei jedem Input, dass du halt dann zu Nutsche gehst. Du kannst auf fucking einen Halbkreis machen. Und Leute beschweren sich da über zu präzise Steuerung, die zu viel abverlangt. Das ist dagegen fucking Kindergarten. Wow, bin ich gerade frustriert. Beim normalen Spiel fällt dir das mit dieser Schwammigkeit einfach gar nicht auf, weil du das nicht brauchst. Aber hier? Was ein Dummsinn. Also ja, das war's. Eventuell kommt irgendwann 14. Stream. Keine Ahnung, mit dem kann mit Schokolade sagen, dass es da irgendeinen Trick gibt. Aber nee, fuck that shit. Wäre das so fucking knapp designt, so eine bessere Steuerung machen. Gibt's für mich gar keine Entschuldigung. Aber ja. Für Leute, die es getan haben, eventuell hat es Spaß gemacht. Mir jetzt so ziemlich gar nicht. Ich habe herausgefunden, dass die Steuerung dumm ist. Was jetzt irgendwie schon einen bitteren Nachgeschmack lässt. Aber hey, es kommt ja bald ein Metroid Fusion Fangame raus. Eventuell hat sich ja das eine bessere Steuerung ausgedacht. Naja, bis dahin und ciao.